Hallo Leute, herzlich willkommen zu Abgang Bühne rechts, ja, also zu Assassin's Creed Brotherhood. Wir müssen jetzt unbemerkt ins Kolosseum kommen und wir dürfen niemanden außer den Schützen töten, damit wir die volle Synchronisation bekommen. Hoffentlich kriegen wir das hin. So, wie man merkt, jetzt geht's alles hintereinander weg, so nach dem Motto. Schützen. So, und wie will er mich jetzt hinleiten? Schöne Scheiße, so viele Wachen. Kennt er mich? Darf er nicht. Also jetzt darf ich runter oder wie? Was soll denn der Spaß? Stand eigentlich den oder die Schützen? Na, höchstwahrscheinlich sind die da gerade gemeint. Die haben schon ihre ganzen Musketen. Können wir doch ganz gerne nochmal nachschauen? Weitergeht. Mein Gott! Mein Gott! Warum? Warum hast du mich verlassen? Merta, welches Kreuz ist Pietros? Hört! Hört, wie er nach diesem Elia ruft, auf dass er ihm helfe! Wartet, und wir werden sehen, ob Elia sich herwagt oder nicht. Mich dürstet sehr! Mich dürstet sehr! Ja, du wirst nie mehr trinken! Toll, jetzt haben die eine Kartoffel da dran. Das sind ja richtig harte Leute. Okay, die Schützen eliminieren, das kriegen wir ganz schnell eigentlich hin, hoffentlich. Die mitten außer den Schützen töten, aha. Boah, nein, nein, nein! Boah. Das ist nicht mal stylisch. Also, okay, so bin ich auch noch nie runtergekommen. Wahrlich Gottes Sohn. Ich weiß, es ist wahr. Ich weiß es, denn sein letzter Ausruf erfüllte die Prophezeiung und zeugte von wahrer Göttlichkeit. Centurio, so wie Gott dir Macht verlieh, machte er dich so dumm wie Vieh. Wir werden sehen, wie du es siehst, wenn Blut aus deinen Wunden fließt. So, das ist recht nice. Nun, Longinus. Denn, ja, unterschiedlichen Waffen machen wir jetzt Platz. Ich würde sagen, wir machen mal den. Ja, nimm den Speer und tu unverzagt. Komm, und zack, auf den Putz. Hau. Die gute und längst überfällige Tat. Ich werde tun, was er mir gesagt. Doch ihr seid, der wird angeklagt. Nicht zu wissen, ich vermag, ob es bös ist oder gut. Ich muss auf die Bühne. Oh, ich erkenne dich, des Himmels Herr. Auf der Hand und auf dem Speer fließen Blut und Wasser. Und mein
meine Augen zu. Ah, ich kann natürlich nicht mal rennen, das ist ja richtig schön scheiße. Gewiss. Herr, wo kommt dies Wasser her? Okay. Warum kann ich nicht rennen? Den Mann vor mir, vergib! Ach, Herrgott! Was trieb euch an, ans Kreuz zu schlagen, diesen Mann? Geschmäht, der keine Schuld geladen. Den richtigen Platz, denn Verdacht zu erregen. Wahrlich, Gottes Sohn ist er. Drum gebe meine Gruft dich her, auf dass er darin begraben, der König entdeckt? Voller Gnaden. Mich verarschen? Herr Jo. Ach, es ist wahrscheinlich wieder so eine Sache sein, dass ich aufgerufen werde oder so ein Spaß. Ich hoffe es zumindest. Einen Verdacht zu erregen. Oh. Hoffentlich fangen wir jetzt direkt da unten an. Jesus, ich bin sicher, das ist Gottes eingeborener Sohn. Geht, fragt Pilatus nach der Leiche, auf das er begraben wird, höchstwahrscheinlich. Interessant. Sag bloß, ich kann hier wieder reingehen. Das würde ich zu geil finden. Da denke ich, ach, wir werden von ihm verfolgt, das ist cool. Ach, Herrgott! Was trieb euch an, ans Kreuz zu schlagen, diesen Mann? Geschmäht, der keine Schuld geladen. Ah, da sind noch welche, okay. Denn wahrlich, Gottes Sohn ist er. Drum gebe meine Gruft dich her, auf dass er darin begraben, der König voller Gnaden. Herr Josef, ich bin sicher, das ist Gottes eingeborener Sohn. Was hätte ich jetzt machen sollen? Geht, fragt Pilat. Oder hätte ich da einfach jetzt nur stehen sollen? Ich dachte, was? Das gibt's doch nicht. Verstehe ich die Sachen jetzt schon falsch oder wie? Ach, meine Güte. Mann, was kommt denn jetzt aber alles noch dran? Das sind jetzt, glaube ich, so viele Missionen hintereinander. Die muss man eigentlich jetzt hintereinander machen. Anders geht's einfach nicht. Und das Blöde ist, man kriegt manchmal den Adau gesehen. Okay. Okay, dann soll ich mich einfach nur mit denen da hinstellen, okay. Hoffentlich wird es jetzt der letzte Versuch. Ach, Herrgott! Was trieb euch an, ans Kreuz zu schlagen, diesen Mann? Geschmäht, der keine Schuld geladen. Denn, wahrlich, Gottes Sohn ist er. Drum gebe meine Gruft dich her, auf dass er darin begraben, der König voller Gnaden. Herr Josef, ich bin sicher, das ist Gottes eingeborener Sohn. Geht, fragt Pilatus jetzt nach der Leiche. Mehr. Also ich soll innerhalb von den richtigen Platz finden, ja, ohne Verdacht zu schöpfen, ja, wie? Ich kann ja nicht mal rennen. Ja, das war so eine Mission, die ich damals auch nicht wirklich gemocht hatte. Weil ich, ja, einfach nicht kapiert, was ich jetzt genau machen will. Wo es eigentlich genau dasteht. Das ist noch einfach, die auf die Bühne zu führen, ja. Den kriege ich einfach hin. Da komme ich ja nicht durch. Also insofern ist dieses Ding, denke ich, schon recht gute Hilfe, wo ich trotzdem immer versuche, da durchzugehen beim ersten Mal. So. Ach, Herrgott! Was trieb euch an, ans Kreuz zu schlagen, diesen Mann? Geschmäht, der keine Schuld geladen. Denn, wahrlich, Gottes Sohn den richtigen ist Platz er. Im Stück drum finden, gebe meine Gruft dich ohne Verdacht her, zu erregen. Auf dass er darin begraben, der König voller Gnaden. Herr Josef, also den richtigen Platz im Stück finden, also sicher, ich darf. Das ist Gottes eingeborener Sohn. Geht, fragt Pilatus nach der Leiche. Wo soll ich die denn? Oder soll ich mich mit zu denen stellen? Ich werde euch helfen. Keine Ahnung. Ich soll meinen richtigen Platz finden, aber. Ach.
Das Adlerauge hilft mir auch nicht wirklich. Oder ich habe nicht genau gesehen. Ich probiere es nochmal. Ich habe 20 Sekunden dafür Zeit, mich richtig hinzustellen. So, glänzt dazu. Immer diese Romulus-Verstecke. Also langsam vergeht mir die Lust an diesem Ding. Ach, Herrgott! Was trieb euch an, ans Kreuz zu schlagen, diesen Mann? Geschmäht, der keine Schuld geladen. Denn wahrlich, Gottes Sohn ist er. Ach, da soll ich mich hinstellen? Dich her, auf das er ja, darin okay. begraben, der König voller Gnaden. Also, ja. Herr Josef! Ich bin sicher. Habe ich da nicht richtig auf den Boden geguckt, als ich das mal anhatte? Gottes eingeborener Sohn. Geht, fragt Pilatus nach der Leiche, auf das er begraben wird. Ich werde euch helfen, ihn angemessen beizusetzen. Oh Pilatus, hochverehrt. So ihr mögt, eine Bitte mir gewährt. Den Prophet, der heute starb, lasst mich legen in ein Grab. Wieso war klar, dass ich jetzt dahin muss? So. Gut, wenn man es kapiert hat, dann ist das echt simpel. Josef, stets bereit in gutem Glauben. Wenn der Centurio sagt, dass er tot ist, weiß ich. Zack. Haben wir ihn. Ihr könnt Pietro nicht retten. Er trank vergifteten Wein. Wie ich es Cesare versprach, ging ich doppelt sicher. Ich bin noch nicht tot. Ich kam nicht her, um euch zu töten. Der, durch den ein anderer Mann an die Macht kommt, ist seines Unterganges Schmied. Cool, das heißt, jetzt müssen wir erst noch so einen Pietro noch zu kriegen. Genau das ist die Sache. Schneidet ihn ab. Das haben wir aber nicht geprobt. Haltet die Wachen fern. Genau, jetzt kommt nämlich der ganze Ich hoffe doch, dass ich den Pietro aus dem Kolosseum zum nächsten Doktor tragen, damit er nicht an dem Gift in seinem Blutkreislauf stirbt. Nicht schwimmen. Ja, mit ihm schwimmen geht auch irgendwie nicht, ne? Wir kommen, um zu helfen! Stopp die Wachen! Natürlich auch. Halt! Den habe ich schon mal gesucht. So, das wäre schon mal gut gegangen. Wer seid ihr? Euer Retter. So. Man hat ihn vergiftet. Diese Blässe. Cantarella. Trinkt dies. Schnell! Wartet einen Moment. Es geht mir etwas besser. Ein Adalas wird euch bald heilen. Ich kann euch nicht genug danken, ich... Den Schlüssel zur Engelsburg. Los! Wovon redet ihr denn? Ich bin doch nur ein Schauspieler. Cesare weiß von euch und Lucrezia. Hier. Der Typ war das. Ah, und halt, da haben wir... Wartet auf uns! Wir hielten euch für tot, Herr Ezio. Noch nicht. Wohin führt dieser Weg? Nach Norden, vor die Mauern. Lasst mich durch, ich muss den Truppen helfen. Da haben wir ihn. Un momento. Ihr wart bei der Villa Auditore während des Angriffs. So, wir haben ihn auch schon fast gekriegt. Kommt schon.
Und zack, da haben wir ihn. Was? Ach, Ziel gestorben? Uah. Soll ich ihn nur verfolgen oder wie? Was soll denn der Scheiß? Lass mich raten, ich darf ihn am Ende an einer ganz anderen Stelle umbringen. Ganz toll. Och. Oder hätte ich ihn. Ach, ich hätte ihn nicht. Ich hätte ihn rammen sollen, glaube ich. Nicht töten. Ja, dann sollte ich mir die Funktion einfach mal verbieten und nicht. Ach. Ich lese doch nicht so genau. Komm, Freunde, ich ergreife. Ja, verfolgen und rammen. Ja, stimmt, aber eigentlich hätte ich das auch an den Farben erkennen können. Nein, komm, jetzt mach hinne! Ich war da so nah schon dran. Da hab ich ihn doch vorhin schon gekriegt. Jetzt gibt's ja auf einmal ordentlich Gummi, oder was? Was war das denn? Was soll denn der Scheiß? Ja klar, komm! Erstmal auch nicht gelesen. Warum floht ihr? Ich. Ihr seid der Verräter, nicht Machiavelli. Lang leben die Borgia! Merda. Ich hatte recht. Ich muss La Volpe aufhalten, bevor er Machiavelli erreicht. Okay. Verdammt, ey. Das ist so. Ich darf nur nicht schwimmen, also was soll's. Komm, jetzt mach hinne. Ich hab halt ein bisschen Zeit. Es gibt eigentlich einen recht schnellen Weg, aber dafür müsste ich schwimmen. Und genau das soll ja jetzt vermieden werden. Komm, mach hinne. Karte. Ja, genau, hier ist die Brücke. Nicht mehr. Viel Zeit. Wo ich das mit Pferd, glaube ich, recht schnell hinbekomme. Ja, aber so wird es auch nicht besser. Ich glaube, ich brauche sogar das Pferd, um so das an sich richtig schaffen zu können. Oh, komm, ey, das ist jetzt nicht dein Ernst. So viele Probleme musst du jetzt auch nicht machen. Ey, komm. Ich muss die Sachen wenigstens nochmal flüssig hinkriegen. Ja, komm. Super. Ich habe den Verräter entdeckt. Was? Einer der unseren. Er half beim Angriff auf die Villa. Hier, er trug diesen Brief. Mein Gott. Gute Nachrichten. Besser als ihr ahnt. Wieder stehe ich in eurer Schuld, Ezio. Welche Schuld gibt es zwischen Freunden, die einander vertrauen? Ja. Danke, dass ihr mich rechtzeitig informiert habt. Kommt, Niccolo. Wir haben viel zu lange nicht geredet. Ich hörte, das Passionsspiel im Kolosseum nahm eine unerwartete Wendung. Wirklich? Anscheinend ist Gesù diesmal 3 Tage früher auferstanden. Tja. Cool, damit haben wir das hinbekommen. Und haben auch 100%. Jetzt haben wir die Mission endlich durch. Ich würde nur noch das Geld. Und ja. Dann hoffe ich, euch hat der Part gefallen, weil er wieder ein etwas längerer. Und ja, wir sehen uns einfach das nächste Mal wieder hier. Oder auch nicht, ich mache jetzt erstmal Schluss. War doch erstmal genug Aufregung für diese Aufnahme. Also Leute, ciao, ciao.